Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllisters Outdoor Cooking. Heute machen wir mal wieder was Geiles, und zwar haben wir hier einen brasilianischen Eintopf. So nennt sich das Ganze. Das Rezept habe ich entdeckt. Machen wir das im Potier seit langer Zeit mal wieder. Was wir dafür alles brauchen und wie wir den machen, erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran, viel Spaß! Für unseren brasilianischen Eintopf brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir haben hier Kartoffeln, wir haben Kidneybohnen, hier hinten haben wir Gemüse. Das besteht aus Karotten, aus Sellerie, aus Lauch und aus Frühlingszwiebeln. Wir haben Bacon grob gewürfelt. Hier haben wir Meeresfrüchte, bestehend aus Tintenfisch, aus Muscheln und aus Krabben. Dann haben wir hier braunen Zucker. Wir haben eine Limette, wir haben gehackte, geschälte Tomaten, Hackfleisch. Wir haben eine Chili, frischen Knoblauch, an Gewürzen haben wir hier geräucherten Paprika und Kreuzkümmel, und hier hinten haben wir noch eine Hühnerbrühe und Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Wir legen los. Wir kommen zum Setup. Ich habe mir hier eine kleine Konstruktion gebastelt, dass wir auf einer schönen Arbeitshöhe sind. Ich habe hier unten eine Feuerschale. Auf der Feuerschale ist die Feuerplatte. Auf der Feuerplatte steht der Raketenofen. Und auf dem Raketenofen steht seit langem mal wieder der Potier. Für alle, die nicht wissen, was Potier ist: Ein Potier ist ein afrikanischer Kochtopf aus Gusseisen. Werde euch oben ein kleines Video einfügen, und wir werden jetzt losstarten. Wir fangen an. Unser Potier hat jetzt schon ordentlich Temperatur bekommen. Ich habe da schon ein bisschen Öl zum Anbraten rein. Und wir werden jetzt unseren Bacon, unsere grob gewürfelten Speckstücke hier ordentlich anbraten. Zu dem Bacon geben wir Knoblauch und frische Chili dazu. Wenn unsere drei bisherigen Zutaten schon ein bisschen angebraten haben, werden wir jetzt unser Hackfleisch dazugeben. Das lassen wir jetzt hier drin schön krümelig ein bisschen anbraten. Als nächstes werden wir jetzt unser Gemüse hier mit dazugeben zum Anbraten. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo unser Gemüse hier schon langsam das Wässern anfängt. Und jetzt können wir hier unsere Meeresfrüchte dazugeben. Die sind noch im Tiefkühlzustand. Die müssen nicht mit anbraten, die sollen hier nur leicht mitschmoren. Wir geben unsere Kidneybohnen dazu und unsere Kartoffeln. Und bevor wir jetzt anfangen, hier Flüssigkeit dazu zu geben, haben wir jetzt braunen Zucker. Den werden wir jetzt hier drüber geben. Das ist so guter halber Esslöffel, und den werden wir jetzt hier schön unterrühren und lassen den Zucker ein bisschen karamellisieren. Wir werden das Ganze noch mit Kreuzkümmel und mit geräucherten Paprika würzen, geben ordentlich Salz und eine gute Menge Pfeffer dazu, geben die gehackten, geschälten Tomaten darüber. Und werden alles mit einem Liter Hühnerbrühe aufgießen. Das Ganze wird jetzt einmal schön verrührt. Und farbtechnisch sieht das Ganze wirklich schon mega geil aus. Und dann werden wir noch den Saft von so einer halben Limette hier mit da drüber geben. Für den frischen Geschmack. Geben unseren Deckel drauf und lassen das Ganze für gute 40 Minuten schön leicht vor sich dahin köcheln. Ja, gutes halbes Stündel ist jetzt vorbei, und wir werden hier mal reingucken. Also sehen tun wir nicht viel, riechen tut's fantastisch. Unser Eintöpfchen ist fertig, und wir werden da was in unseren Teller geben. Also jetzt ist die Sicht um einiges besser. Hier werde ich das Ganze für euch einmal schnell nochmal ein bisschen durchrühren. Und dann werden wir uns einfach eine schöne Portion auf unseren Teller geben. Wir werden das Ganze mit ein bisschen Petersilie dekorieren. Eine gute Portion Pfeffer drüber. Und fertig ist unser brasilianischer Eintopf. Jo, probierele Zeit. Wir werden uns das Ding mal schmecken lassen.
sensationell. Leute, ein richtig klasse Eintopf. Also, wenn man den Deckel hier geöffnet hat, haben wir das erste Mal so richtig das bisschen Fischige gerochen. Die Meeresfrüchte. Den Geschmack hat man auch, wenn man hier den ersten Löffel nimmt. Finde ich mega, mega klasse. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh, Meeresfrüchte in so einem Eintopf mit drin, wenn wir da Bacon und was mit drin haben. Das zwickt sie ein bisschen. Aber ganz im Gegenteil, kommt richtig, richtig gut. Das viele Gemüse, was wir da mit dabei haben, macht das Ganze so richtig vollwertig, macht das richtig geil. Finde ich mega klasse. Warum das Ganze jetzt brasilianisch heißt, ob die Brasilianer das so kochen, weiß ich nicht. Ich fand den Namen klasse. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass da ein bisschen so Fisch und alles mit da drin ist. Also genaue Recherchen sind bei mir da nicht stattgefunden. Vielleicht kann man da der eine oder andere Antworten geben. Ansonsten lassen wir das einfach so stehen, wie es hier ist. Ein klasse Eintopf, den man auf jeden Fall mal so nachmachen kann. Ich hoffe, der kleine Eintopf hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mal einen Daumen nach oben. Ein freundlicher Kommentar. Soll da noch keine Abonnenten sein. Hier oben könnt ihr das gerne nachholen. Und bevor das Licht komplett weg ist, verabschiede ich mich von euch. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video. Euer McAllister. Macht's gut.